weiß es nicht. Was versuchen Sie da? Zielübung. Sie scheinen nicht gut zielen zu können. Nichts. Boah, schmeiß! Ach ja. Also ich muss schon sagen, wir haben echt einen nicen Trupp zusammen. Ja. Zwar sind es nur wenige, aber die machen die Arbeit von vielen. Ja. Also die ist auch bald Max Level. Ich hoffe, dass er noch mehr nachspawnt. Oh, da hat ein Schwert angegriffen. Oder? Erstmal kriegen. Tschüss. Verdammt! Komm, es muss was nachspawnen. Sie braucht noch zwei Level. Ja, das braucht noch nach. Da spawnen Sachen. Okay, da sind. Obwohl, die sind für Lindens wichtig. Die würden gerade was. Ja. Okay, Hector, da würden wir auch seinen Spaß haben. Ich glaube, das ist wirklich so ein EXP-Fütterlevel. Mehr ist das nicht. Das kann gut sein. Fangen wir mit dir. Aber vielleicht bekommen wir fürs letzte Kapitel wirklich noch diese letzten heiligen Waffen, weil ich sag mal, Athos hat ja gesagt, er will noch die anderen Kollegen da aufsuchen. Richtig. Also hier Bramimando? Bramilös, keine Ahnung. Bailando? Ich weiß es nicht. Bramilando. Gegner sagt Jos. Essile Silindis. Keine Ahnung. Und zack. Verdammt, ich greife immer noch mit Manikati an. Nein. Ist kein Problem, wir haben noch einen Mund drauf. Dafür, dass es hier Signature Weapon ist, haben wir es kaum eingesetzt. Da warten wir hier. Nee, nicht draufstellen, weil. Nee, ich will hier warten. Wenn sie auftauchen, werden sie nicht sehen, dass ich hinter ihnen bin. So, wir werden das Feld von hinten aufwischen, Jungs. Hallo? Entschuldigt, ich bin die Wache dieser Felder. Schlitz. Das ist mal echt eine nice Crit-Animation, ey. Hm. Bye. Stirb. Er stellt sich aber so. Hector fühlt sich nicht gefordert. Ja, komm zu mir. Alola! Putz! Ist das schön? Der nächste. Eigentlich hätten wir die Ellie ein bisschen. Ich glaube, Hector verfügt über gar keine Crit-Animation. Jeder Angriff ist bei ihm ein Crit. Oh, der kann angreifen. Die Frage ist, will er das? Ja, er will, aber er trifft halt nicht. Ja. Schlitz. Ja. So, Echsen-Salami, weg mit dir. Level up! Nice, ich schon Level 17! Ja. Hammer. Deswegen sag ich ja, ihr fehlt nicht mehr viel bis zum Cap, Hector auch nicht. Mal sehen, wie lange das noch versuchen kann. Irgendwann hat er bestimmt auch keine Anwendung mehr auf seinem Bogen. Ja, es bauen wieder Sachen nach. Ja, gut. Dann bleibe ich einfach hier und verprügel Leute. So komisch es sich auch anhört, ne? Also wäre das hier Awakening, dann könnte mittlerweile Hector auch easy Leute mit einem Ast verprügeln. Oder Kieselstein. Der Ast ist ja Schwertersatz. Genau. Holzscheit war für die Axt. Ach man. Ja, ich sag mal, wenn ein Max Level ist, können wir Florina hochschicken. Falls dann immer noch was respawnt. So, Angriff. Silberschwert. Wird ihm auch. Wir sollten langsam vielleicht mal zwei losschicken, die. Oder was heißt zwei? Wir können ja unseren. Obwohl, nee, das können wir nicht. Wir können ja Rat nach hinten schicken, der mal wieder ein paar Sachen aus dem Lager holt. Weil langsam fehlen uns Anwendungen. Das stimmt. Also ich nehme dieses Level gerade gar nicht mehr so ernst, dass mir schon fast entgangen wäre, dass Limstella ja hier der Boss ist. Stimmt. Nicht, dass ich jetzt Angst hätte oder so, aber. Ich meine ja nur.
Hat, ne, die hatte nur dieses Flimbul Winter. In den Tod, Hödelin. Der hätte sogar 2% Wahrscheinlichkeit, mit 14 Schaden zu treffen. Beachtlich. Dass es sowas noch gibt? Das liegt daran, dass wir nicht das Manikaki haben. Lin fühlt sich unsicher. Okay, der trifft wieder gar nicht. Er ist dumm. Und tot. Wenn es in den Minusbereich ginge Treffer, bei der Trefferwahrscheinlichkeit. Dann würde er sich seinen Schaden machen. Ja, das wollte ich gerade fragen. Ja? Also, es wäre ganz witzig eigentlich. Der hätte wieder treffen können. Und ich traue es dem Spiel auch zu, dass das irgendwann mal passiert. Aber lass dieses eine Mal nicht heute bleiben. Ich wäre dem Spiel sehr dankbar. So, Lin braucht noch 3 Level, ne? Ich meine. Oder 2? Egal. Ich meine, sie noch 2 Level. Er braucht noch eine. Jungs, kommt zu mir. Gebt mir eure XP. Das mag zwar vielleicht für euch gerade ein bisschen langweilig sein, ich würde mal sagen, dann können wir vielleicht über irgendwas quatschen, damit es wirklich nicht zu langweilig wird. Mhm. Was ist denn so die Tage noch passiert, worüber man quatschen könnte? Naja, wir haben uns über LOL aufgeregt. Ja, okay, wann tut man das denn mal nicht als ehrlicher LOL-Spieler? Ja, aber warum, ganz ehrlich, Tryndamere, Master Yi, Caitlyn, warum muss sowas Rengar gemacht werden? Rengar, warum? Das ist halt wirklich dumm. Okay, manche Leute freuen sich, die... Okay. Manche spawnen gerade nichts mehr nach. Ich glaube, wir müssen gar nichts losschicken, sondern jetzt müssen wir Lin erstmal dann um den Schützen besiegen lassen. Danach kann sie wahrscheinlich den Boss machen. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass Hector den Schützen da kaputt dann machen kann und davon Level abkommt. Abgucken. Yep. Du weißt, wenn du erwischt wirst beim Abgucken, dann wird dir das Spiel weggenommen und du kriegst deine 6. Verdammt. Bleib bei Oswin! Sein Lieblingsteam. Ja, okay, Aliwood muss ich ja jetzt auch schon losschicken wegen Tor einnehmen. Jo. Es muss ja von ihm gemacht werden. Diese Angriffe! Silberschwerte! Flieht! Nice. Okay, also mit dem Boss sollte sie Level abkommen. Also Max Level sein. Yep. Hallo. Oder schon. What? Das war der Crit. Alles klar. Das hat man gerade am Lichteffekt gesehen. Vor allen Dingen deswegen kam auch eine Animation. Es verläuft nach Plan. Gut. Wie meinst du Animation? Normalerweise eben gerade auch Lin hat ja keine richtige Animation gehabt, sondern kam nur die Lebensweste der Balliste. Achso, nee, der Kerl ist gerade nämlich ausgestiegen. Achso, okay. Ich glaube, der wusste schon, dass sein Leben gerade zu Ende ist und er wollte anfangen zu laufen. Doch plötzlich war Hector hinter ihm. Yeah. So. Dann kann Priscilla noch mal ein Stück mit vor. Oh! Schön! Florina! Dann können wir sie auch noch wachsen, auch ist das nice. Und Lodiwood kann auch nach vorne. Der könnte im Prinzip auch noch trainiert werden. Soll Rat. Nee. Was machst du hier? Ich sag mal, er hat gewartet. Wollte sagen, hey Leute, eigentlich sollte ich nur Kaffee holen gehen, aber wollte das nicht mal langsam beenden? Mhm. So. What? Der Dreckige? Der dachte, der könnte bei uns mitmachen. Nee. Werden nur sehr wenig Leute in roter Klamotte geduldet, unter anderem Erk. So, also und unsere Dose. Soll Priscilla. Ja, zum Heilen der Rokuro. Oswin kann zum Dosen einfach rüber. Willst du den schon mal ein bisschen zurückziehen? Dass Florina auch gleich noch und Elliwood noch Zeit haben, hochzuziehen? Mhm. Da würde ich den hier einfach. Level beenden lassen, ne? Dadurch sollte sie ja Level abkommen. Auf jeden Fall. Soll Rat noch irgendwas holen? Nee, denke ich nicht, dass er das braucht.
Gut, dann gehen wir. Florina hat es ja schon Richtung Hof geschickt. Ne? Genau, das habe ich schon. Okay. Er läuft einfach immer seine Männer rüber. Oh mein Gott. Die. Alter. Okay. Lin, fang an, sie gleich zu zerschnetzeln. Die haben gerade ein halbes Hakenkreuz geformt. Guck dir das mal an. Guck dir das bitte mal oben an. Das ist der Shit. Okay, nicht ganz. Es ist eher eine Art japanischer Buchstabe. Ich sag mal so, es sieht scheiße aus. Wenn da jetzt noch zwei Linien links und rechts unten wären, dann wäre das fast das Zeichen für Feuer. Also, das hast du halt beim Feuersturm. Mhm. Bei Pokémon. Ja. Okay, sie haben nichts Besonderes. Sollen Lin stehen bleiben? Ich meine, Priscilla ist. Ja, dann kommt sie auch schon Level ab. So, hört ihr nicht. So. Dann kann Lolli mit dem ausmachen lässt. Nee, lass den mal da stehen, sonst werden die Leute verwirrt. Ich bin ein Schütze. Wie verdient man das? Wenn man statt wild auf die Knöpfe zu kommen, dann merkst du auch, das Ding ist kaputt. Okay, Feuerholz. Gut, Nee, das würde ich gar nicht so machen. Ich würde die einfach auf den zukommen lassen. Ne? Vielleicht spalten sie sich ja nochmal auf. Die hatte sogar eine echt gute Trefferchance. Sie weiß halt, sie hat wieder nur eine Anwendung auf das Silberschwert. Also muss der Gegner stärken. Die alle haben uns. Okay, wir befinden uns jetzt halt auch nicht mehr im Wald. Das heißt, die Gegner können eventuell treffen. Ich finde Lins Kerngedanken gut. Sie will sparsam mit dem Manikati umgehen. Also tötet sie alles. Direkt. Sofort. Ja. Ohne Gnade. First try. Der könnte sogar zum Level-Up schon reichen. Komm, Mädel. Jetzt musst du nicht mehr drin. Sie macht trotzdem gerade. Ich habe ganz lieb bitte, bitte gesagt, also wollte sie mal nicht so sein. Nein. Einer müsste noch. Kann noch einer laufen? Der hintere. Aber er teilt sich, er spaltet sich einfach. Was tust du hier? Okay, ich glaube, ich sollte irgendjemand mal da auf die Bogen setzen. Ach, Quatsch. Rad kann auch noch ein bisschen dritt drauf schießen. Stimmt. Ah, hier. Ein paar Zielübungen. Was tun wir dir an? Silberbogen tun wir dir an. Er ist auch einer der wenigen Bogenschützen, die nicht so gerne kritten. Aber ich sag mal, er macht seine Sache auf jeden Fall gut. Das stimmt. Und mit Raten ist sehr zufrieden. Auch Level 9, Stärke, Geschwindigkeit, Verteidigung. Schöne Werte. Gut. Die machen? Nee. Ja, Max, dass Florina wieder runterkommt. Ich kann es nachvollziehen. So, soll ich sie eben heilen? Also im nächsten Zug. Im nächsten Zug. Gut. Und Ben. Hector spielt immer noch den Schützen. Ich bin gefährlich. Drückt der Winter wegen mir die Tasse mit. Plötzlich geht der Nerdchen da durch. Wenn sie erschießt, jetzt von hier in die nächste Map machen. Wahrscheinlich. Diese mit ihrer Verschiebungsaktion oder nicht so ganz zufrieden. Jungs, wir haben hier zu wenig Platz. Geht mal ein bisschen beiseite. Schließt. Wir können nicht weiter vor. Wieso? Da vorne steht die Lin. Da steht eine Frau. Ich hab Angst. Da greift sie nicht an, aber da greift sie an. Glück. Nice. So, sie ist damit fertig. Na gut, es geht los. Für die Gegner ist sie natürlich noch nicht fertig. Ich glaube, Hector hat mal irgendwie sowas gesagt. Technisch gesehen sind das die Bösen. Macht das die Morphs nicht auch irgendwie zu Banditen? Ich glaube, seitdem läuft Lin einfach nur Amok. Ja, eindeutig. Sie mag auch Sion nicht, wie es aussieht. Nee. Sie ist eher Erdföderation. So, Florina kann jetzt die da kaputt machen, oder? Ja. Triftig. Und oh, so, kannst du den jetzt runterziehen und kann einmal geheilt werden. Level up für sie.
noch ein bisschen mehr Glück dazu. Ist auch gut. Von Bollywood würde ich noch nicht verschieben, dann gehen die nämlich schön jetzt auf. Dingens. Aber hab ich noch weh? Ja, das ist der Halbzeichen schon mal die Frage. Ja, stimmt, ja. Es gibt für den einen nur drauf, jetzt für den anderen. Ist doch okay. So. Oswin. Dicht. Jodina macht den Rest. Hector drückt mal auf ihn, wenn ich kann. Ich glaube, die Folge nenne ich Hector der Schütze. Wäre das nicht ein super Clickbait? Sie ist drauf reingefallen und kritisch erstmal. Tür! Okay, da bestand kein sinnvoller Zusammenhang, aber ist ja egal. Ich glaube, sie wird leider das Level-Up nicht bekommen. Außer wir geben ihr die letzten XP vom Boss. Nee, ich finde das bei Elemut schon besser. Ich sag mal, wir haben ja noch eine Map. Mhm. So, spawnen wir jetzt wieder. Weißt du was? Nimm mal Priscilla. Ja. Stab. Teleport. Lollywood. Wir fördern ihn direkt über los und ziehen keine 10.000 Euro ein. Also hier direkt drauf. Ja, und dann direkt auf sie. Er kann sich ja noch bewegen. So. Ein guter Lollywood. Wie viel Schaden machst du in der Frau? Ein. Null. Was ist denn schon wieder mit der Frau verkehrt? Oh nein, müssen wir etwa. Dorkas! Gehen wir mal nicht davon aus. Aber ich werde mal ein paar Gehilfen noch dazu holen. Hector, tschüss, du hast kein Schütze mehr spielen. So, was hast du? So, wie viel Schaden müsste ich. Warte mal, wie viel Schaden hat er gemacht? War das eins? Mit dem Silberschwert. Mit dem Silberschwert. Mit dem Langspeer. Ja, gut. Jetzt die Frage, wie viel Damage machen die anderen? Gucken wir mal nach. Hector mit einem Wurfball. Er macht 11. Ich würde 11 Schaden machen. Hector mit einer Silberaxt würde 19 Schaden machen. Wenn das wird. Oswin mit einer Silberlanze. 32 Schaden. Gut, aber er könnte auch. Warte mal. Du kannst ihn ja diagonal hinstellen mit dem Wurfball, könnte er auch was machen. Oder 80. Immerhin. So, und dann. Florina. Silberlanze 12, Speer 8, Eisenschwert 0. Gut, also machen wir Speer, Wurfbeile. Und schwächen sie so vor. Ja. Also mit Oswin und Hector. Mit Oswin, Hector und mit Florina. Ich nehme mir dein Leben und deine Quintessenz. Alles zum Wohl meines Meisters. Dein Meister ist uns ziemlich egal. Das wollte Oswin, glaube ich, damit andeuten. Ziemlich. gut, er hat den Damage voll rausbekommen, weil er gekrittet hat. Mehr sogar. So. Gut. Ich mache sie eine hohe Wahrscheinlichkeit zu treffen. Macht sie auch. Aber sie kann ihn auch nicht im nächsten Zug killen. Sie hat 54, also sie wird sie auch nicht killen können.
Mach mal bitte jetzt vielleicht ein Safe State. Sperrst du Wochen. Jetzt gehst du mal mit Lollywood zu Hector. Nimmst mal den Heiler ab. Und setzt ihn unter dich. Und ja, das ist ein guter. Und dann beides drin. Hat sie keine Crit-Chance, damit mit links da. Jetzt gehst du mit unserem Heiler. Eins nach vorne. So? Ja, ich hoffe, das reicht stark. Stärkung und hielt uns alle hoch. Gut, Florina kann weg, weil sie hat auch keine Fernkampfwaffen mehr. Ne, weiter glaube ich, oder? Wie weit geht Fimbel runter? Zwei Felder sind. Unter Reichweite 1 bis 2. Ja, gut. Aber es ist die Frage halt, wie weit sie laufen wird. Also ich ziehe sie mal komplett weit raus. So, gute Frau. Was kann ich dir antworten? Sie würde mit einem Kapi überleben und den könnte Ellie machen. Oswin, bitte nicht kritten. Einfach nur treffen. Nicht kritten. Gut, Job! Wir haben an dich geglaubt, Oswin. Wir haben Good an guy, dich geglaubt. Oswin. So. Sind Silberschwert. Komm, bitte triff. Einfach nur treffen, mehr musst du nicht machen. Yes! Lollywood! Ich bin nicht menschlich. Glaub mir, Doc hast auch nicht mehr. Dieser Körper und dieses Herz sind Konstrukte. Ebenso wie diese Sorge. Sehr schön. Siehst du, hat Lollywood auch einen Wendler bekommen. Mhm. So. Wimbulwinta! Melinus. Und jetzt darf er den Thron besetzen. Endlich. Yeah. So. Es war eine heiße Schlacht. Ich dachte, sie würde niemals enden. Puh. Es ist noch nicht vorüber. Nigel wartet am Drachentor. Nigel, er wird bezahlen. Doch bevor wir zum Drachentor ziehen, Nils, würde es dir etwas ausmachen, deine Geschichte mit uns zu teilen? Wie? Wenn du nicht willst, werde ich dich nicht dazu zwingen. Nein, ich werde es euch erzählen. Ich will, dass ihr alles über mich und Ninian erfahrt. Vor einem Jahrtausend verjagten die Menschen uns Drachen aus dem Land, schickten uns ins Exil. Es gab keinen Ort, an den wir hätten gehen können. Nicht in dieser Welt. Also schritten wir durch das Drachentor in eine andere. Als wir diese Kluft in Raum und Zeit überquerten, gingen viele von uns verloren. Dennoch ertrugen wir die Strapazen dieser Reise. Auch dort stießen wir auf Menschen. Doch gab es ihrer nur sehr wenige. Es kam zu einigen Scharmützeln. Doch letztendlich fanden wir ein Zuhause. Dort fühlten wir uns sicher, ja sogar glücklich. Doch einige von uns dachten an unser altes Zuhause. Und als sie es taten, erreichte uns eine Stimme. Ninian war ein Medium in einer anderen Welt, ein Orakel. Sie saß im Drachenschrein. Ihre Macht war sehr groß. Wir beteten im Schrein, als es geschah. Wir hörten eine Stimme, die uns durch das Drachentor rief. Es war die Stimme eines alten Freundes. Wir wussten, dass wir das Tor nicht öffnen durften, um in diese Welt zurückzukehren. Wir hatten keine Ahnung, dass diese Stimme niemand anderen gehörte als Nigel. Nigel,
Doch dann geschah etwas Unerwartetes. Als wir das Drachentor öffneten und wieder hierher zurückkamen, hatten wir fast all unsere Stärke eingebüßt. Die Essenz, die noch in uns verblieb, war geringer als selbst die eines gewöhnlichen Menschen. Um uns selbst zu erhalten und die Luft dieser Welt zu atmen, nahmen wir menschliche Gestalt an. Unsere Energie sammelten wir in einem Drachenstein. Doch unser Drachenstein wurde gestohlen. Nagi wollte ihn dazu benutzen, noch andere Drachen zu rufen. Bis wir entkamen. Wir konnten nicht unsere Freunde durch unsere Dummheit verdammen. Verkleidet als Tänzerin und Barde waren wir auf der Flucht. Wir zogen von Land zu Land und so stießen wir vor einem Jahr auf Lady Lindis. Und die ganze Zeit über war Nigel hinter euch her? Warum habt ihr mir nichts davon erzählt? Ihr wart so gut zu uns. Wir wollten euch keine Probleme bereiten. Nachdem wir Lynn und Kaelin verließen, gerieten wir wieder in Gefangenschaft. Wir beschlossen, dass die einzige Möglichkeit zur Flucht darin bestand, unsere Leben zu verkürzen. Dann trafen wir auf Lord Elbert. Er war so stark, so gütig. Er wusste, was wir waren und was wir getan hatten. Und doch hatte er uns nicht verachtet. Im Gegenteil, er hat versucht, uns mit Geschichten aufzumuntern. Geschichten von seiner Familie und seiner Heimat. Ninian und ich, wir lauschten seinen Geschichten und empfanden Liebe für seine liebe Frau und seinen Sohn. Die Ahnung, nein, dies Wort mag zu stark sein, aber wir fühlten, dass sein Sohn es ist, der uns retten würde. Das war es, was wir fühlten. Deshalb, Lord Eliwood, ich glaube an dich. Selbst wenn Ninian uns verlassen hat, werde ich nicht aufhören, dich zu beschützen. Ich muss es tun. Das ist Ninians letzter Wunsch. Es ist unser Wunsch. Lass uns Nigel aufhalten. Du bist der Einzige, der dies vollbringen kann. Nils. Lass es uns tun, Eliwood. Er hat recht. Es ist zu früh, um aufzugeben. Ich meine, wir stehen noch. Wir sind noch am Leben. Ihr alle. Ihr habt recht. Meine Freunde sind hier bei mir. Keine Macht der Welt kann stärker sein als das. Gehen wir. Das Drachentor erwartet uns. Dort lasst uns Nurgles Ziele vereiteln. Und damit, liebe Freunde, sehen wir uns in der nächsten finalen Folge wieder, wenn wir Nurgle das Handwerk legen und all die Opfer, die er gefordert hat, zumindest in Frieden ruhen lassen werden. Ja. Wir hoffen, ihr hattet heute ein bisschen Spaß und freuen uns darauf, mit euch in der nächsten Folge den Weg zu Ende zu gehen. Bis dahin, haut rein.